Rotatorische Werkstücke, Übung 1, Achsbuchse. Wir öffnen unseren Bauteil Achsbuchse Cutpart und weisen gleich ein Material zu. Über Material zuordnen wechseln wir ins Register Metall und weisen Stahl zu, einfach mit der linken Maustaste gedrückt halten und auf die Achsbuchse schieben. Als nächstes erzeugen wir eine Messung von unserer Achsbuchse. Wir wollen die Masse errechnen lassen, mit OK bestätigen und haben eine Masse von 3 Kilogramm. Das brauchen wir dann bei der Zeichnungserstellung, wenn wir diese Masse in den Schriftkopf hinein verknüpfen. Über Datei neu beginnen wir eine neue Zeichnung, ein neues Drawing. Wir verwenden wieder den ISO-Standard als Vorlage und ein A3 im Querformat. Eine neue Vorderansicht. Wir wechseln über Fenster in unserem Bauteil und wählen die YZ-Ebene. Bauteilorientierung ist in Ordnung, einfach ein Klick in das leere Blatt. Diese Ansicht brauchen wir jetzt nur, um einen Schnitt zu erzeugen. Wir erzeugen einen Schnitt. Achten Sie darauf, dass Sie hier an der Referenz gefangen werden. Doppelklick schließt die Schnitterzeugung ab und wir projizieren nach oben. Können nun diese Vorderansicht einfach markieren und löschen, mit OK bestätigen und die Schnittkennzeichnung auch löschen, weil es der einzige Schnitt am Blatt. Über rechte Maustaste Eigenschaften wollen wir die Verrundungen ausblenden. Das sind diese Tangentialkanten. Die sind jetzt hier nicht mehr, die brauchen wir auch nicht mehr. Wie wird unsere Zeichnung ausschauen? Das ist unser Endergebnis. Wir werden also einen Detail erzeugen, diesen Freistich. Wir erzeugen ein Detail Z, das ist hier rechts die rechte Lagerstelle, und ein Detail X, das ist hier diese linke Lagerstelle. Symbol der Werkstückkanten wollen wir einfügen. Wir wollen Oberflächenzeichen positionieren. Wir wollen eine 3D-Ansicht im Schnitt darstellen. Und wir wollen zu den Toleranzen auch eine Toleranztabelle einfügen. Sauber ausgefülltes Schriftfeld, Eintragung aller Toleranzen und Bemaßungen. Vollständig eben dargestellt. Wir wollen dann gleich diese Detailansichten positionieren. Achten Sie darauf mit einem Doppelklick, dass dieser Schnitt aktiv ist. Kunststück, das ist der einzige, aber trotzdem. Wir wollen jetzt hier eine Detailansicht hinzufügen. Wir klicken also hier auf Detailansicht. Beginnen wir gleich mit der linken Lagerstelle. Ich wähle hier oben diese Linie, etwas links gehalten, ziehe den Kreis so lange, bis ich im Prinzip alles sehe, was ich sehen möchte. Mit der linken Maustaste wird dieser Kreis bestätigt und jetzt hängt das Detail an der Maus dran und ich kann es absetzen. Wir werden gleich die Namensbezeichnung ändern, rechte Maustaste Eigenschaften dieser Detailansicht, das Präfix Detail weglöschen, mit Groß X bezeichnen, das Detail Details immer mit Großbuchstaben vom hinten vom Alphabet bezeichnen, Doppelklick auf den Text und auch dieses Maßstab entfernen und das 2:1 nach oben schieben. Das X können wir gleich ein bisschen hier nach links ordnen, einfach festhalten und herüberschieben. Als nächstes machen wir eine neue Detailansicht, wieder Doppelklick auf den Schnitt, dass er sicher aktiv ist. Eine neue Detailansicht. Wir zoomen da in unseren Freistich hinein. Ich wähle hier einen Punkt, ziehe den Kreis auf, nicht zu groß, mit der linken Maustaste bestätigen, deswegen nicht zu groß, wir wollen das im Maßstab 5:1 darstellen. Eigenschaften der Ansicht über die rechte Maustaste, hier Maßstab 5, Detailpräfix kommt weg und das ist Groß Y, mit OK bestätigen, Doppelklick auf den Text,
den Maßstab markieren und löschen. Nun bleibt uns noch das Detail Z, das ist die rechte Lagerstelle. Wieder Detail, zuvor ein Doppelklick auf den Schnitt, dass sicherlich dieser aktiv ist. Wieder die Linie etwas weiter rechts gewählt. Dann den Kreis aufgezogen, mit linker Maustaste bestätigt und abgesetzt, wieder über die rechte Maustaste Eigenschaften der Ansicht, das Detail weglöschen und Groß Z. Maßstab 2 zu 1 ist in Ordnung. Doppelklick auf den Text und das Maßstab entfernen über der Ansicht. Positionieren und dann werden wir das gleich sichern. Wir sichern unter 12A01- Ihre Katalognummer 20.001 Achsbuchse. Ich nenne das jetzt Achsbuchse 2, weil bei mir gibt es das schon. Das ist ein Hinweis darauf, dass er auch das Modell speichern möchte und über Datei alles sichern wird, auch dieses Modell und alle geöffneten Dokumente abgespeichert. So, wir wollen jetzt gleich die Maße erzeugen lassen. Schauen wir mal, was uns heute erwartet bei der Erzeugung der Maße. Machen wir mal einen Doppelklick und aktivieren den Schnitt. Wie gesagt, ich weise noch einmal darauf hin, dass das automatische Erzeugen der Maße jetzt nichts ist, was 100% funktioniert, aber ich würde mal so meinen, so 70-80% kann das schon funktionieren. So, wir wählen also das automatische schrittweise Bemaßen. Mit OK bestätigen und gleich das Zeitlimit hier deaktivieren. So, starten wir mal. Maß 25 ist in Ordnung. Nächstes Maß R0,6 würde ich theoretisch gerne hier in der Ansicht Y haben. Versuchen wir es einmal über die Ansicht zu wechseln. Radien funktionieren leider nicht wirklich. Das heißt, wir löschen die Radien dann einfach gleich weg. Einfach hier auf Löschen werden wir sie händisch erzeugen. Das Maß 70 ist in Ordnung. 120 ist in Ordnung. 70 ist in Ordnung. 80 ist in Ordnung. 8 Grad hätte ich gerne in der Ansicht Y. Mag er auch nicht, löschen wir es weg. Nächstes Maß 0,3 hätte ich gerne mit Ansichtwechsel in der Ansicht Y, mag er auch nicht, also noch einmal selektieren und weglöschen. Nächstes Maß 2,1, ich lösche es gleich weg, weil es funktioniert ja eh nicht. 1,85, die Hoffnung stirbt zuletzt, wechsle ich nach Z, funktioniert auch nicht. Wechsle ich nach Z, okay. Gut, dann nicht. Dann lösche ich die Maße, die ich hier alle nicht brauche, einfach weg. Klicke mich hier durch und lasse nur die Maße, die passen. 37, das passt. 42 passt auch. 19 ist in Ordnung. 24 ist in Ordnung. 28, 23, 45, 52. Okay, ich schließe das Ganze ab. Rest wird händisch erzeugt. Ich lösche mir hier gleich noch das eine oder andere Maß heraus, das ich nicht brauche. R06 brauche ich auch nicht. So, wir sollten jetzt da hier im Schnitt die Maße 80, 70, 52, 45 und 25 bzw. 37, 44,5 brauchen wir nicht. Und 42 ist in Ordnung, 19 und 24, das Maß 70, 23, 28 und 120. Was wir auf alle Fälle brauchen, sind die 2x45 Grad. Das heißt, ich erzeuge mir gleich ein Maß, schalte den Punkt ein, selektiere hier den Punkt, wähle den Punkt wieder ab und die Linie und setze das Maß 2, dasselbe auf der linken Seite. Ich wähle die Linie, dann den Schnittpunkt und hier jetzt
den Schnittpunkt, das Maß 2, beide Maße mit gedrückt gehaltener Steuerungstaste und Eigenschaften. Beim Maßeintrag fügen wir hinten x 45 Grad hinzu. So, wir werden jetzt gleich das Detail x, machen wir mal einen Doppelklick drauf, bemaßen. Wir beginnen einen Doppelklick auf die Bemaßung. Ich will hier die, schalten wir mal den Punkt aus, die Breite bemaßen, dann von hier links bis hier rechts, das Maß 17. Dann haben wir den Radius 1 und den Radius 2. Wir haben die Phase 1 x 45 Grad, beide Linien selektieren. Und das Maß 55, hier schalte ich um bei Bemaßen auf Durchmesser, selektiere hier außen die Kante und bekomme das Maß Durchmesser 55. Den 1er rechte Maustaste Eigenschaften Maßeintrag x 45 Grad. Verschieben können Sie diese Radien sinnvoll mit gedrückt gehaltener Shift-Taste. Und auch das Durchmesser 55 mit Shift-Taste gedrückt gehalten, etwas nach oben geschoben, rechte Maustaste. Und ausgewähltes Objekt eine Begrenzung erzeugen. Welche Seite bleibt? Diese Seite bleibt, also diese Maßhilfslinie selektieren und dort dann hinklicken, wo die Maßlinie gebrochen werden soll. Unter Tools Optionen kann man auch hier bei der Bemaßung die Farbe umstellen, Typen und Farben, dass Bemaßung mit teilweiser Darstellung trotzdem auch schwarz dargestellt werden. Sonst bekommt man zu viel ein Farbkasterl. Gehen wir wieder hier auf Bemaßen. Jetzt nochmal den Radius bemaßen. Einfach mit gedrückt gehaltener Shift-Taste kann man das verschieben. Das sind jetzt einmal die Maße, über die Toleranzen und das Ausrichten der Maße stürzen wir uns später. Wir widmen uns dem Freistich, machen wir mal einen Doppelklick drauf. Doppelklick auf Bemaßung. Wir wollen das Maß 0,3, also von dieser Kante hier bis hierher, 0,3 mm. Dann selektieren Sie beide Winkelschenkel. Mit rechter Maustaste kann man den Winkelsektor ändern. In dem Fall ist es der Sektor 2. Wir haben von hier bis Schnittpunkt hier 2,1 mm und von Schnittpunkt hier bis zur Kante herunter ebenfalls die 2,1 mm. Und dann bleiben noch der Winkel 8 Grad zwischen hier und hier, 8 Grad und der Radius 0,6. Da müssen Sie dann ein wenig hineinzoomen, dass Sie den Radius da sinnvoll erwischen. Schaut man die Bemaßung aus. Jetzt haben wir auch das hier alles bemaßt. Wie gesagt, ordnen und tolerieren tun wir es später. Wir können gleich hier beim diesem Freistich, aktiv ist er ja, fügen wir einen Text hinzu mit dem Textwerkzeug. Einfach einen Punkt setzen und Freistich. DIN 509 F 0,6 mal 0,2 mit OK
bestätigen. So, rechte Maustaste auf das Textsymbol und eine Positionsverknüpfung erzeugen. Und zwar auf dieses Detail. Heißt, wenn Sie jetzt quasi das Detail verschieben, wandert dieser Freistich mit und hängt mehr oder weniger an diesem Detail dran. Wir bemaßen nun noch das Detail Z, wieder ein Doppelklick auf die Bemaßung. Wir wollen wieder die Breite bemaßen. Von hier rechts bis hier nach links, Maß 13,75, wieder die 1 x 45 Grad. Dann haben wir den Radius 2, den Radius 0,6. Wie gesagt, mit gedrückter Shift-Taste können Sie das verschieben. Und den Durchmesser, also schalte ich hier um auf Durchmesserbemaßung 44,5. Mit gedrückt gehaltener Shift-Taste verschiebe ich das, rechte Maustaste, Objektbemaßung, eine Begrenzung erzeugen. Diese Seite soll bleiben bis hierher. So, Maße haben wir alle erzeugt. Wir wollen sie nun die Toleranzen hinzufügen. Wir haben 2,15 eine Toleranz alphanumerisch groß H13. Sollten Sie H13 hier nicht stehen haben, einfach hineinschreiben. 17 plus 0,5, also 17 plus 0,15, wenn Sie es nicht drinnen stehen haben, einfach dazu schreiben. Durchmesser 55H12, eine Toleranz alphanumerisch H12, sollten Sie es nicht drinnen stehen haben, einfach dazu schreiben. So, R1 minus 0,2, eine DIN-Toleranz minus 0,2 und der R2 und 1 x 45 Grad haben keine Toleranz. So, beide Maße selektieren, ausrichten an dieser Kante, Wert 10 und 8 ist in Ordnung. Dieses Maß ausrichten an dieser Kante und 1 x 45 Grad. Aha, das habe ich auf die Referenz hingelegt. Ich werde es nochmal schnell bemaßen. Beide Kanten selektieren und über die Eigenschaften den Maßeintrag mal 45 Grad. R2, R1 einigermaßen gut positionieren. So, mal zwischendurch sichern. Wir wechseln ins Detail Z. Pfeile umschalten, nach innen schalten. 1,85 Toleranz alphanumerisch groß H13. 13,75 haben wir eine DIN-Toleranz plus 0,1. Durchmesser 44,5, wieder eine Toleranz alphanumerisch groß H12. Dann haben wir hier Eigenschaften mal 45 Grad. R0,6 wieder Toleranz, eine DIN-Toleranz minus 0,1. Wenn wir das ein bisschen hier besser ordnen, wenn wir den vielleicht hier nach oben schieben, ein bisschen mehr Platz für den Radius hier haben. R0,6 minus 0,1.
Jawohl. So, wieder beide selektieren, ausrichten an dieser Kante mit Enter. Bestätigen. Einmal 45 Grad, so mit der Hand einigermaßen sinnvoll positionieren. Und das R2 über Eigenschaften werden wir diesen Wert jetzt, so wo ist er, da hier bei Text, können wir im Hintergrund sagen, alles ausgeblendet, dann wird hier nicht durchgestrichen, sondern dann sieht man hier, wird diese Schraffur unterbrochen, über den Text alles ausgeblendet. Den da vielleicht ein bisschen hereinschieben. So. Mal nochmal beide ausrichten. Okay. Passt. Das Detail. Der Freistich. Hier die 2,1. Ordnen wir gleich einmal an dieser Kante an. Dann haben wir die 8 Grad, schieben wir ein bisschen hier herunter. Die 0,3 mit den 15, 2 mal R0,6 und die 2,1. Alle drei selektieren und über Eigenschaften, Text, Texthintergrund, alles ausblenden. Wird die Schraffur unterbrochen, passt auch das Detail Y. So, bleibt noch unser Schnitt. So, die Toleranzen, das 25, das kommt dann hier noch rechts. Beginnen wir mal auf der linken Seite, Durchmesser 80, setzen wir in Klammer, also mit Eigenschaften, Maß, Eintrag, Präfix, Klammer auf, Suffix, Klammer zu. Das wird nicht bearbeitet, somit wird hier dieses Maß auch ausgeklammert, weil das kommt vom Grundmaterial her, dieser Durchmesser ist vorgegeben. Dann haben wir Durchmesser 52. 70 kommen auch auf die rechte Seite. 52 haben wir groß H7, also Toleranz groß H7. Dann haben wir den Durchmesser 45, das passt. Durchmesser 25, 37, 42, Toleranz H7. Hoppala. Toleranz H7. Durchmesser 70 klein P6, wieder auf Toleranz, klein P6, sollten Sie es nicht haben, einfach hineinschreiben. 2 mal 45 Grad, die 19 hätte ich auch gern hier oben, die 24 hätte ich auch gern hier oben. 19 haben wir plus minus 0,1. Plus minus 0,1. 24, das Maß 70, die 120 minus 0,2. Also minus 0,2. 2 mal 45. 23 haben wir plus minus 0,1. Zweimal 45 Grad. Passt, dann tun wir sie anordnen. Fangen wir auf der linken Seite an. Rechte Maustaste, Eigenschaften. Hoppla, natürlich ausrichten. An dieser Kante. Rechte Seite, alle vier selektieren, ausrichten an dieser Kante. Dann hier oben gleich alle selektieren. Und ausrichten werden wir es an dieser Kante hier. Somit ist das auch sauber positioniert. Ja, jetzt einmal schauen, dass wir das alles am Blatt irgendwo auch unterbringen. Jawohl. Der Freistich und das Detail Z hier. So, jetzt haben wir alles bemaßt und muss einmal speichern.
Was Sie noch kontrollieren sollten, ist vor allem bei den erzeugten Maßen, ob nicht irgendwas in der Luft hängt. So wie hier das Maß 80, das sieht man hier. Das hängt in der Luft. Einfach selektieren und wenn es geht, nach innen schieben. Wenn nicht, belassen. So, wir wollen dann gleich unseren Zeichnungsrahmen über Bearbeiten im Blatthintergrund erzeugen. Einen Rahmen erzeugen. Feld DIN 6771 kreieren. Markieren und den Text auf Area Narrow ändern. Ich verwende hier Areal. Dann Allgemein Toleranz, Oberflächen nach ISO 1302, Maßstab 1:1, Gewicht besser Maus auf Masse. Dann können wir hier wieder unsere Masse verknüpfen, einen Doppelklick drauf, dass der Texteditor bleibt geöffnet, rechte Maustaste Attributverknüpfung, über das Fenster wechseln wir in unseren Bauteil und selektieren dieses Volumen und nun die Masse mit OK bestätigen. Werkstoff bzw. Halbzeug haben einen 45S20 Automatenstahl und ein Rundmaterial nach EN10060 in den Abmessungen 50x150. Rohteil oder Gesein kann man keines. Benennung Achs. Buchse mit der Zeichnungsnummer 12A01, ihre Katalognummer 20.001. Datum und Name ausbessern. Haben auch ein sauber ausgefülltes Schriftfeld. So, die erste Aktion ist jetzt gleich, hier zeige ich Ihnen, wie Sie das Symbol der Projektionsmethode einfügen können, beziehungsweise schauen wir uns vielleicht gleich an, wie wir die Symbole einmal von der Homepage herunterladen, wo wir sie hinkopieren und was, wie wir dann damit umgehen. Wechseln Sie auf meine Homepage. Sie loggen sich auf meiner Homepage mit Bulme ein. Und unter CADIA finden Sie nach dem Einloggen Zeichnungssymbole CADIA V5. Das laden Sie sich bitte herunter. Und speichern sich das unter C Programme Dassault B19. Intel A, also unter Programme, Dassault B19 Intel A, Startup Components, hier speichern wir das und wechseln jetzt in dieses Verzeichnis, C Programme, das Installationsverzeichnis von CADIA B19 Intel A, Startup Components. Gibt es hier das Symbolkatalog, rechte Maustaste, ich arbeite mit Eisetag, extrahieren nach Symbole Katalog, also schauen Sie, dass Sie hier auch einen Ordner erhalten und das ZIP-File lösche ich dann wieder weg. Und jetzt haben wir hier Symbole Katalog mit den Katalogdateien für die Symbole. Wie funktionieren diese Symbole? Sie haben hier unten bei mir gut versteckt den Katalogbrowser, das Buch, und wechseln Sie nun über diesen Katalogbrowser in diesen nun herunterkopierten Katalog der Zeichnungssymbole. Über Öffnen wechseln wir wieder
nach C, Programme, das so B19 Intel A Startup Components und Symbole Katalog und verwenden hier den Symbol Katalog. Wir haben hier Werkstückkanten, Oberflächenangaben, Zentrierbohren, alles Mögliche und ganz zum Schluss die Projektionsmethode. Und wir fügen natürlich die Projektionsmethode 1 ein, einfach einen Doppelklick drauf und dann hängt die Projektionsmethode an der Maus und hier positionieren. Und dann wählen Sie bitte, dass er hier ein eigenes Ditto quasi erzeugen soll. Dann legt er ein neues Blatt an. Schauen wir uns das gleich an. Wir schließen den Katalog, klicken einfach irgendwo mit der linken Maustaste ab und er sagt dann, er möchte dieses Ditto quasi den Link hier in ein neues Detailblatt einfügen, sage ich ja, tu das und es werden jetzt hier diese ganzen verwendeten Symbole hier hereinkopiert. Damit wird der Link aufgehoben und Sie können das Blatt überall aufmachen und diese Symbole sind trotzdem vorhanden. Wir wechseln in die Arbeitsansicht, fügen nun gleich die Werkstückkanten hinzu, wieder mit dem Katalogbrowser, der sich bei mir wieder gut versteckt. Der Katalogbrowser, wir gehen eine Ebene höher, wählen Werkstückkanten, einen Klick drauf, dann sehen Sie die Vorschau. Ich möchte die Werkstückkanten angeben, alle Außenkanten in einem Bereich und alle Innenkanten in einem Bereich, also wähle ich das Werkstückkantenbereiche-Symbol. Schließen wir das, jetzt habe ich was vergessen, und zwar wollen wir vorher eine neue Ansicht einfügen und in diese Ansicht werden wir diese ganzen Symbole hineinverpacken. Dazu wählen wir hier eine neue Ansicht einfügen, hierher. Das Wort vor der Ansicht löschen wir gleich weg, machen wir einen Doppelklick drauf, dass es aktiv ist und jetzt wechseln wir wieder in unseren Katalog, Werkstückkantenbereich, einen Doppelklick drauf, das hängt wieder hier an der Maus dran und wir können das irgendwo frei positionieren, das mal hier oben irgendwo positionieren. Wir schließen das, achten Sie wieder darauf, dass der Link aufgehoben werden soll und er soll es in ein vorhandenes Detailblatt hineinschreiben. Jetzt können Sie die ganze Ansicht verschieben mit diesem Symbol bzw. das Symbol selbst nehmen und verschieben. Und die Werte selbst können Sie mit einem Doppelklick ändern. In meinem Fall möchte ich 02 bis 04 belassen. Einen Doppelklick drauf können Sie diese Werte, wie gesagt, verändern. Als nächstes werden wir die Oberflächenzeichen positionieren. Dafür wollen wir über dem Schriftfeld hier die Oberfläche RZ40 mit, es gibt auch unbearbeitete RZ10 und RZ2,5, also diese Variante wollen wir aus dem Katalog verwenden. Dazu wechseln wir, machen wir einen Doppelklick auf diese Ansicht. Wechseln wir wieder in den Katalogbrowser, eine Ebene höher, auf Oberflächenangaben über dem Schriftfeld, Doppelklick. Jetzt gibt es die verschiedensten Varianten, einmal ein RZ-Symbol mit Grundsymbol in Klammer, mit RZ-Symbol in Klammer und so weiter. Wir wollen ein RZ-Symbol vor der Klammer, einmal unbearbeitet und zweimal RZ in der Klammer, Doppelklick und absetzen, schließen, irgendwo ins Leere geklickt und er möge das in ein neues Detail, in eine neue Detailansicht einfügen. Doppelklick auf das Maß oder beziehungsweise die Maßzahl haben wir dann RZ40, RZ10 und 2,5. Bitte hier ausschließlich die genormten Werte verwenden und was wir auch noch gleich machen, ist die Toleranztabelle einfügen, wieder über den Katalogbrowser, eine Ebene höher, über Tabellen
gibt es hier verschiedene Tabellen. In unserem Fall wollen wir eine Toleranztabelle einfügen. Doppelklick drauf. Auch diese hängt wieder jetzt an der Maus fest. Einfach irgendwo mal absetzen. Bestätigen, irgendwo ins Leere geklickt und OK. Und diese Toleranztabelle aber jetzt selektieren, rechte Maustaste, Objekt-Toleranztabelle zerlegen. Das heißt, jetzt wird der Link aufgehoben und wir können diese Toleranztabelle bearbeiten im Sinne von zusätzlichen Toleranzen einfügen. Doppelklick auf die Tabelle und jetzt einfach rechte Maustaste und Zeile einfügen, Zeile einfügen, Zeile einfügen. Wir brauchen in Summe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Zeilen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann einfach nehmen und hier in die Kante her schieben. Das Detail müssen wir auch noch ein bisschen verrutschen. So, können wir dann noch fertig ausfüllen. Wir wollen uns jetzt anschauen, wie können wir weitere Oberflächenzeichen positionieren. Wir wollen hier angeben, im Schnitt, machen wir mal einen Doppelklick auf den Schnitt, dass der aktiv ist. Hier wollen wir angeben, unbearbeitet. Hier wollen wir angeben, RZ 2,5. Dazu verwenden wir das Oberflächensymbol. Einfach mal draufgeklickt auf diese Kante, die Kante selektieren. Und jetzt schalten wir ein, dass wir ein geschlossenes Dreieck haben wollen. Wir schalten hier ein, dass wir die Kante quasi nach rechts haben wollen und hier rechts unten RZ 2,5 mit, also das ist eigentlich unbearbeitet, falsch, Kommando zurück. Wir wollen nur die Linie und hier das unbearbeitet Symbol mit OK bestätigen. Dasselbe machen wir jetzt noch einmal, allerdings mit RZ 2,5 auf diese Kante. Also umschalten, geschlossenes Dreieck mit Kante dabei und RZ 2,5 mit OK bestätigen. Wir das gleich also ein bisschen ordnen hier oben, die Detailansichten. So, die Oberflächen haben wir hier gesetzt. Jetzt wollen wir die Oberfläche hier im Detail Z setzen. Hier kommt sie auf diese Oberfläche RZ10. Dazu verwenden wir wieder unser Oberflächensymbol. Wir wählen einen freien Punkt und RZ10 mit OK bestätigen. Und rechte Maustaste eine Bezugslinie hinzufügen. Also rechte Maustaste Bezugslinie hinzufügen auf diese Kante. Einfach hier oben diese Kante selektieren. Jetzt sinnvollerweise werden wir den Radius hier nach oben blättern. So, jetzt haben wir ihn wieder verloren. Jetzt haben wir noch einmal hier nach links gleich hinaus. Dann haben wir Toleranz minus 0,1. So. Und über die Eigenschaften den Maßtext wieder alles ausgeblendet. Jetzt kann man hier auch das mit der Oberfläche sauber sehen und dasselbe machen wir jetzt im Detail X. Aktivieren wir die Ansicht. Wir setzen das Oberflächenzeichen einfach hier wo irgendwo ins Leere hinein mit RZ10 OK, rechte Maustaste, Bezugslinie auf diese Kante. Das Master herüberschieben. So.
So, Oberflächenzeichen haben wir auch gesetzt. Die zur Toleranztabelle, es ist ein quasi Beispiel der Angabe drinnen. Einfach einen Doppelklick auf die Tabelle und die Werte ersetzen. Haben wir jetzt 1,85 groß H13, wäre in dem Fall das obere Abmaß 0,14 plus 0,14, das untere Abmaß 0, ergibt ein Maß von 1,85 und 0,0. Das nächste wären 2,15, Leerzeichen groß H13. Sie können übrigens die ganze Tabelle markieren, rechte Maustaste Eigenschaften, dann würde ich bei der Schriftart umschalten auf die ISO-Schriftart GH ISO CPEUR Typ TrueType und hier wieder mit oberer Grenze, unterer Grenze plus 0, keine Ahnung. Das dürfen Sie jetzt selbst heraussuchen. Wichtig ist nur, mit Shift Enter kommen Sie im Texteditor hier in die nächste Zeile. Enter bestätigt und Shift Enter können Sie hier innerhalb. Das ist sicher nicht 1,85, sondern das ist 1,94 und das größte Maß, Mindestmaß ist 1,85. So, so sollte das passen. Und auch hier wieder das Maß eintragen und mit Shift Enter kommen Sie in die nächste Zeile. So bitte diese befüllen. Doppelklick, wie komme ich zu einem Durchmesser? Einfach hier oben aufblättern und Durchmesser nicht wundern, das wird hier als Quadrat angezeigt. Ist aber ein Durchmesserzeichen. Durchmesser 42 H7 und in dieser Art und Weise hier die ganzen Werte eintragen. Durchmesser 44,5 H12. Also hier fertig ausfüllen und die Werte laut Tabellenbuch hier heraussuchen und eintragen. Das werde ich jetzt nicht vormachen. Wichtig ist, dass Sie die Dinge hier sauber ordnen. Fehlt uns noch die 3D-Ansicht. Dazu machen wir Folgendes, wenn wir das jetzt einmal abspeichern. Wir wollen nun eine 3D-Ansicht erzeugen, brauchen dazu dann noch eine Voransicht, in der wir einen Ausbruch einfügen und diesen Ausbruch wenden wir dann auf die 3D-Ansicht an. Wir erzeugen also eine neue 3D-Ansicht, eine isometrische Ansicht, wechseln in unser Bauteil. Drehen das einmal so her, wie wir es gerne hätten in diese Position. Einfach auf die Fläche geklickt und dargestellt. Und das gleiche machen wir noch einmal mit einer Vorderansicht. Dazu wechseln wir wieder in die Buchse. Lasse die Ansicht jetzt so gedreht. Wähle in meinem Fall die YZ-Ebene. Schau, dass das so in dem Fall richtig positioniert ist. Doppelklick, dass diese Ansicht aktiv ist und ich wende jetzt, ich erzeuge mir hier einen Ausbruch, das finden Sie hier, einen Ausbruch. Bevor wir das anwenden, wechseln wir über Tools, Optionen und werden noch die Ausbruchlinien als durchgezogene 0,5 mm starke Linien definieren. Also über Tools, Optionen, mechanische Konstruktion Drafting im Register Ansicht können Sie hier bei Linienarten zuweisen, ihm sagen, er soll Ausbruchansichten in der Linienart 1 mit 0,5 mm starken Linien erzeugen. Das machen Sie aber nur bei solchen Ausbrüchen für 3D-Ansichten, ansonsten müssen wir das wieder zurück umstellen. Ich wechsle also jetzt Ausbruch, zeichne um diese Ansicht herum einen Ausbruch. Schau,
dass das geschlossen wird. Wird standardmäßig hier in der Mitte angenommen. Ich sage jetzt einfach mal OK. Man kann hier auch Referenzelemente angeben. Mit OK wird bestätigt. Es wird quasi jetzt aufgebrochen und rechte Maustaste Objekt vor der Ansicht den Ausbruch anwenden auf diese Ansicht. Sie sehen, es wird jetzt quasi dieser Ausbruch auch hier angewendet. Wir brauchen dazu nur diese Voransicht, um das durchzuführen. Die können wir jetzt wieder weglöschen, einfach markieren, löschen, isometrische Ansicht löschen, die Eigenschaften der Ansicht ändern auf 0,5 Maßstab und dann schieben wir das daher. Und auch hier machen wir wieder einen Text und schreiben hier herein 3D-Ansicht im Schnitt dargestellt. Positionieren das sauber über dem Schnitt. Machen wir eine Positionsverknüpfung erzeugen mit diesem Element von mir aus. Dann bleibt es jetzt hier an dieser Ansicht hängen. So, jetzt sind wir soweit fertig mit unserer Zeichnung. Wir können jetzt über Datei sichern das Ganze noch sichern. Dann haben Sie die Möglichkeit, über Sichern unter das als PDF-Dokument abzuspeichern, beziehungsweise über Datei drucken. Ich werde das jetzt auf einen A3 Laserdrucker ausdrucken, wechsle also auf meinen A3 Laserdrucker, den ich hier zur Sicherheit, hier ist er, 5100, über Eigenschaften wähle ich das Blattformat, das ist in dem Fall A3. Dann stellen Sie hier je nachdem die Drehung ein. Ich muss hier 90 Grad einstellen. Dann ich passe das 100% ein, also bitte keine Maßstäbe verwenden. Ich möchte es in den Mittelpunkt einzentrieren. Dann können wir unter Voranzeige uns das anschauen. Das schaut prinzipiell gut aus. Und über OK können Sie das Ganze dann ausdrucken. So viel zur Zeichnungserstellung für die Achsbuchse.